Zieht einfach mal den Griff durch. Das geht hier. Wieder zurück. Ich bin's, euer Lemmingmanzer. Und ich freue mich heute, euch zu einem neuen Let's Play von mir vorstellen zu dürfen. Und ich darf mit Verlaub behaupten, dass ich wahrscheinlich einer der Ersten bin, die dieses Let's Play machen. Ich weiß, es gibt schon länger Freitag der 13. Aber ich hab mir echt mal die Offline-Version jetzt mal gegönnt und möchte jetzt gerne mal, vielleicht ist es auch schon länger auf dem Markt, ist ja egal. Vielleicht laber ich ja einfach auch nur Scheißdreck, aber jedenfalls, ich freue mich und ja. Wie ihr sicher sehen könnt, sind wir tatsächlich im Offline-Modus. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig gespannt. Und ja, okay. So, Make them remember, Jason. Make them suffer. Ich hoffe, ihr guckt euch das alles so gegen Abend an, denn dann finde ich persönlich, es ist auch immer wieder ein bisschen geiler, sich das alles reinzuziehen. Weil nämlich, ja, Jason ist so, finde ich so persönlich so, mit die beste Horrorfigur, die es gibt. Und ja, gucken wir einfach mal uns hier ein bisschen um. Und ich denke, wir morphen uns jetzt ja auch gleich, weil ich glaube, hier irgend so eine Schweinebacke hat sich direkt auch schon an unserem Auto vergriffen. Ja. Also, wahrscheinlich haben es die einen oder anderen schon gemerkt, ich bin schon so ein bisschen so ein kleiner Jason-Freund, ja. Und ja, perfekt. So. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt mal dieses Spiel hier auch jetzt zocken kann. Machen wir erstmal hier. Ja. Oh, ist offen. Sehr schön. Guten Tag. Ich hab gesehen, die Tür war offen. Ist ja kein Problem, wenn ihr... Okay, wo ist hier was? Nein, hier ist niemand. Gucken wir mal. Schade. Schade, hier ist niemand. Aber hier könnte tatsächlich drin sein. Ich glaube, in der Nähe ist auf jeden Fall hier in der Nähe ist einer. Hey, hey, hey. Hey, Witzka. Gucken wir uns jetzt mal hier um. Ah. Das Problem bei diesem... Oh doch, der kann sogar laufen. Er ist vielleicht bei weitem nicht so schnell wie sein etwas jüngerer Bruder. Der Jason aus Freitag der 13.1. Ich weiß jetzt nicht persönlich, aus welchem Teil er tatsächlich kommt. Ich weiß, auf jeden Fall kann man sagen, er ist eigentlich so ein Jason, der könnte wahrscheinlich überall auftauchen. Zur Geschichte Jasons und so kann ich auch ein bisschen was erzählen, so während ich hier gerade am Zocken bin. Jason ist so, finde ich persönlich, die eigentlich so, es soll kein Product Placement sein, einfach die beste Horrorfigur oder Metzelfigur, die es so gibt. Oh, das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ich bin immer so ein bisschen so, immer noch gerade auf diesen Galadriels Klinge Trip, wenn ihr nicht reingeguckt habt, schaut auf jeden Fall mal bei meinen Let's Plays vorbei. Und ich glaube, jetzt können wir sogar den ersten holen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hallo. Ich bin's, der liebe Jason. Hallo. Am Anfang ist es immer so ein bisschen so schwierig, die ganzen lieben Leute hier zu finden. Aber... Perfekt, es ist immer das Notstromaggregat, immer das auszuschalten, weil tatsächlich ist es so, das bringt immer gerne so ein paar extra Punkte. Verdammt nochmal, die verarschen mich hier. Dann machen wir jetzt mal. Nein, ich will das hier machen. Ui, schön. Ui, jetzt bin ich gegen den Stein gefallen. Und, hallo. Du blöder Hund, ey. Ist so blöd, ehrlich, wirklich kein Scheiß, Mann. Komm mal her, du. Und durch ist dies. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Ja, ja, ich weiß. Like we did. So. Ich weiß jetzt persönlich gerade nicht, wo ich jetzt hingehen sollte. Ich bin auch relativ neu mit dem Spiel. Ich bin relativ unerfahren. Aber ich denke, das deichseln wir schon. Und ja,
Mal sehen, ob ich tatsächlich der Liebe zu Jason gerecht werde. Denn Jason ist tatsächlich so ein... Was ist denn Stockmist? Das ist okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Was ist das? Okay, war jetzt gerade nichts. Ich weiß, da drüben ist ein Haus. Hier ist auch eins. Okay, ah, da ist sie ja. Da ist sie, das Schnuckelchen. Hey, kein Ding. Hey, Baby, komm mal her. Hier, ich bin's, Jason. Hallo. Ja, also, wenn ich jetzt mal so zur Geschichte von Jason erzählen darf, ich meine, ist ja nicht mehr so, dass man allgemein weiß, wie überhaupt der Jason, der letzte Film ist 2009 rausgekommen. Und seitdem ist auch kein anderer. So, mein liebes Schnuckelchen, was für ein... Oh, oh! Ist auch kein neues... Alter, der Gericht, der macht die hier kaputt hier. That's my special boy. Ihr hört wahrscheinlich diese... gerade diese ganze Zeit diese Stimme. Ja, das ist Jasons Mutter. Und ja, der liebe Jason hat so ein bisschen so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Er ist so ein bisschen so ein kleines Mama-Kindchen, ja. Jason war früher relativ hässlich, ja. Er hat so eine Krankheit gehabt wahrscheinlich, die halt dafür gesorgt hat, dass er anders ausgesehen hat. Ich glaube, es gibt solche Krankheiten in der Richtung. Wenn nicht, dann tut es mir leid, wenn ich jetzt die Leute so ein bisschen veräffle. Es hat aber auch nichts, wenn man halt so aussieht wie er jetzt in die Richtung. Hat es nichts mit der Verfassung zu tun. Es hat was anderes zu tun. Und Jason wurde gemobbt früher, der arme Kerl. Deshalb finde ich persönlich, ist er auch mit einer der geilsten wirklich. Oh, hallo, Schnuckiputz. Hey, du bist aber schick. Hallo, was machen wir denn Feines mit dir? Oh, was ist denn das? Oh, schön. Ja, das ist alles gut hier. Mal ein bisschen. Alter. Hier, Wasser mit Blutgeschmack. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Ah, da ist er ja. Ja, und Jason, der hat es halt auch nicht einfach gehabt. Oh, du kommst sogar extra für mich raus. Ah, komm, da schmeißen wir dich gerade durchs Fenster durch. Okay, das Fenster ist, Yeah. Yeah. Kill for mother. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, ob hier... Was zum... Ah, da ist einer. Jason ist tatsächlich so und, Nachdem die lieben Leute Jason gemobbt haben, es ist natürlich passiert, dass, also was heißt natürlich, die haben dann Jason so weit getrieben, Jason war kein guter Schwimmer und er ist dann einfach mal so, ja, in dem See, Crystal Lake da drüben, ist er ertrunken, also mehr oder weniger ertrunken. Und deswegen ist seine Mami einfach mal ausgerastet. Warte, jetzt muss ich kurz mal schnell gucken. Ist immer gut, wenn man gerade mal... Scheiße, wenn man mit dem Kopf durch die Wand geht bei dem Spiel. Hier ist aber auch gerade keiner. Ich muss da noch mal kurz auf die... Okay. Ui, hallo? Ah ja, da habe ich sie gerade drum abgehalten, hier, die Säcke. Ach, du bleibst drin, euer Komm. Aus dir, wenn du schon drin bleibst. Kein Ding, mein Freund. Und dich, für dich habe ich jetzt ganz Besonderes. Ey, dieses... Das ist ja... Das ist ein Skandal. 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 Bruder, du sollst nicht um mich herumlaufen. Du sollst eigentlich weggehen, aber okay. Na gut, dann erwürgen wir dich eben. Dass dir die Augäpfel raustrocknen. Alter, dem kommen echt die Augäpfel raus, dem Bub. Yes, kill for mother. Ich habe gerade auch gar nicht mitgezählt, wie viele es sind. Also Jason ist mehr oder weniger ertrunken. Seine Mutter hat geglaubt, er wäre tot. Und ja, ihr kleiner lieber Jason ist dann halt auch schon ein bisschen weiter gewachsen und so. Während sie dann halt immer wieder Leute, die in das Camp Crystal Lake gefahren sind, ja, umgebracht hat. Und... Ja, das kann man ja mal machen, Gerd. Also ist ja. Das kann man ja mal machen. Das kann man ja mal. Hier ist nicht.
Wo ist sie denn? Irgendwo ist sie. Dann fahre ich einfach mal da drüben hin hier. Ah, okay. Ja, und Jason hat dann in dem Moment rot gesehen, als dann seine Mutter tatsächlich getötet wurde. Und seitdem, sage ich jetzt einfach mal, ist er so der, ja, wie kann man das denn nennen? Ja, er ist sowas wie der Art, so eine Art Beschützer von Camp Crystal Lake. Oder der stumme Hausbesitzer. Meine Herren, mit dem Ding muss ich aber auch noch umgehen. Hey, guck mal hier, hey Dickerchen, komm mal her. Ja, guck mal hier, du Kleiner. Und ein Snickers hier und da hätte bei dem auch nicht geschadet, gell? Also, weniger. Komm her. Komm, bleib jetzt. Ich sag, Alter. Oh, scheiße. Mein Gott. Du willst? Meine lieben Freunde. So, jetzt ist aber auch mal gut hier. Jetzt seid doch mal ruhig. Also hier die ganze Zeit so rumzuschreien. Also wie schon gesagt, Jason ist hat überlebt und hat dann selbst angefangen, dann seine Mordserie durchzuziehen. Don't stop, Jason. They deserve to die. Jason hat make them suffer like we did. Er war missgebildet und deshalb versteckt er auch sein Antlitz hinter einer Maske. Ah, da ist jemand. Um halt sein Gesicht zu verdecken. Und da kann ich auch mal eine ganz schöne Anekdote dazu erzählen, wieso nämlich im allerersten Teil, wo Jason auftaucht, das ist nämlich Teil 2. Ach, da bist du. Hallo, Schnuckiputzle. Mädelchen, du bist gerade da voll dagegen gefahren. Eieiei, das gibt's ja wohl nicht. Warte mal, pass mal auf. Ich repariere dir das. Kein Ding, mein Schnuckiputz. Kein Ding. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Nein, du. Das. Mädel, komm her. So, also, das gibt's ja wohl nicht. So, was machen wir denn mit dir? Ja, also im zweiten Teil hat tatsächlich Jason eine Art Kartoffelsack auf dem Kopf. Yeah. Kill for mother. Ja, kein Ding, Mutter. Dieser Kartoffelsack aber wurde zeitgleich, ist auch ein weiterer Film rausgekommen. Mommy is proud. Ey, der hat so eine geile Hütte, guckt euch das mal an. Die ist schön abgeranzt. Der Traum eines jeden Penners. Jason. Ja, ist ja ein Mörder. Und, oh, den habe ich gebrochen, okay. Ist ein Mörder, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Kann ich jetzt bitte zum Main-Menü returnen? Okay, ja, danke, bitte. Was dann halt gegen Ende halt auch dazu geführt hat, dass dann halt man sagen musste, weil gleichzeitig kam der Elefantenmensch raus und das ist halt eher ein trauriger Part. Ich kann auch mal einen neuen auswählen, wenn ihr mal Bock habt. Komm, wir machen jetzt mal einen hier mit. Das kann ich mir leider noch nicht leisten, aber wir könnten ja hier mal so, oh geil, so einen Kneebreaker machen. Bevor ich jetzt schon wieder anfange zu viel zu labern. Komm, das lassen wir jetzt einfach mal so. Nein, wir wollen die komplette 7 haben. Danke. Jason hat... ja, wie soll ich das sagen? Ich schwafel gerade die ganze Zeit rumher. Also, allein aus dem Grund, damit man Menschen, die halt an irgendeiner körperlichen Beeinträchtigung oder die auch äußerlich ihr Äußeres betreffen, nicht diffamiert als Monster, wie es halt durch Jason passiert wäre, wenn man halt den dann halt auch so gelassen hätte mit der Kartoffelsackmaske, die kann ich euch gleich mal zeigen, die haben sie nämlich da coolerweise sogar aufgeführt.
dann haben sich die Leute offen öffentlich entschuldigt, damit dann nicht dieser traurige Film mit der Elefantenmensch in Verbindung mit Jason gebracht wird. Und ja, ist halt sautraurig, finde ich dann, wenn dann eigentlich so, wenn dann Leute, die es eh schon schwer haben, dann schon mit so einem wie Jason dann schon gleichgesetzt werden. Finde ich, ist auch sehr unpassend dann in dem Moment. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier das wir hier nicht finden, alles. Und ja. Ey, da steht sogar einer bereit, sogar im Ring. Lassen wir den ja gar nicht. Lassen wir den ja nicht warten. Oh, er hat sich sogar schon verbarrikadiert hier, der Bub. Oder ist es eine Frau? Ich glaube, es ist eine Frau sogar. Hier, also ich kam hier mal kurz rein. Die Tür war offen, es ist kalt draußen. Ich gehe da. Alter, schrei doch nicht so. Meine Ohren, meine Nerven. Bub, bleib da. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Verdammt. Willst du mich jetzt verarschen, Junge? Komm her. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast es echt nicht anders verdient. Raus hier! Raus aus meiner Hütte! Schweinehund. Yes. Kill for mother. Ich denke, das ist das Wesentliche dazu, wieso Jason dann halt auch zu der Hockeymaske gekommen ist. Und nicht, dass dann der Kartoffelsack geblieben ist. Früher, das war tatsächlich wirklich ein Kartoffelsack, den sie da dem Jungen aufgesetzt haben. Sah ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ey, der Film ist jetzt, glaube ich, der ist 25 Jahre oder nee, noch länger. Der ist noch älter. Jason ist ja mit einer der ersten wirklich gewesen. Mit Freddy Krüger, glaub ich. Also, ich würde jetzt mal wirklich sagen, die Ur-Veteranen eigentlich so waren. Wirklich der liebe Jason und der liebe Freddy. Mir persönlich gefällt eigentlich Jason besser, weil ich die Geschichte einfach hinter Jason einfach ein bisschen cooler. Ich finde sie cooler, weil Freddy ist eigentlich. Freddy ist. Ist einfach. Ist, er ist so ein. Ist ein so eine Art. Ich glaube tatsächlich ist er auch so Richtung Kinderschänder ist er so gegangen. Und. Ich muss es ganz offen und ehrlich sagen, da habe ich echt was dagegen einfach. Und ich meine die Figur an sich, ohne diesen Hintergrund, dieses Hintergrundwissen, ist schon echt genial gemacht, ja. Dass er in Träumen auftaucht. Ah, ist halt auch ein anderes Kaliber als Jason. Eieiei. Da rennt doch einer. Hey, was zum... Da ist einer, wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Hallo, Schnucki, Schnuckeline. Ach, das ist ein Kerl. Ah, hey, Dude, komm mal her. Ui, ich glaube, der hat eine Waffe. Nein, der hat keine Waffe. Doch, der hat eine Waffe. Bleib hierher, sofort. Bleibst du jetzt wohl stehen? Lieber Bob. Hey, da. Scheiße. Oh, kluger Schachzug. Aber der liebe Jason hat auch noch einen. Wie kann ich werfen? Ein paar Tricks auf Lager. Ja. Also im Vergleich, mir gefällt tatsächlich der liebe Jason besser. Ganz einfach, weil die Nachgeschichte und ich finde es einfach cooler, dass es halt so ein megamäßiger Schrank ist. Ich meine, der passt doch gar nicht durch die Tür durch. Guckt euch den Kerl doch mal an. Den könnte man im Football wirklich gut einsetzen. Der ist so richtig gut für Football werden, der Bub. Hallo. Ey, das ist nicht nett. Ernsthaft jetzt. Jetzt hier gerade wieder reingesprungen, komm mal her. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ey, das darauf habe ich jetzt mal Bock. Jason hätte auch eine gute Chance als WWE Superstar. Ist da gerade einer drin? Oh, nee. Schade. Ja,
Muss immer mal so ein bisschen gucken hier, ob einer da ist. Weil die verstecken sich gerne mal. Und das finde ich persönlich bei dem Offline-Modus tatsächlich auch ein bisschen cooler, dass die sich auch mal in diesen Dings so richtig verstecken. Warte mal. Ich glaube, die sind hier drüben, ja. Ich glaube, die sind nämlich hier drüben. Die sind nämlich am Auto. Im Normalfall, Tatsache ist, dass viele, die im Online-Modus zocken, ist immer so, man will halt immer den schnellstmöglichen Weg wegfinden oder den schnellstmöglichen Weg rausfinden. Und dann verliert man so, finde ich, so ein bisschen so das Gefühl für Jason und auch das bisschen. Ja, machst du die Tür, danke, du lässt die Tür für mich auf. Danke, gar kein Problem. Hey Leute, kein Blick. Alter, die springt einfach mal durchs Fenster. Bruder, komm her. Danke, dass du es mir erspart hast. Noch einmal. Und ja. So. Jawohl. Und noch einmal. Bist du noch hier drin? Ja, es regnet draußen, scheiße. Das kann ich gut. Komm rein. So. Hey, wann habe ich denn den umgebracht? Was ist mit dem passiert? Haben sie den vergewaltigt? Who's that? Who's gonna call? Ghost Jason! Hey, pack mal einer die Leiche hier weg! Was soll das? Oder, die wollen mich doch jetzt hier echt verkackeiern, oder? Oh Gott, no! Alter, nee! Scheibenkleister! No matter what they do, Mist! You cannot die. You can never die. Ein Kleister. Oh Gott, no! No, stop! Bruder, du kommst hier gerade rein. Das ist dir schon bewusst, oder? Ah! Raus hier! Raus aus meiner Hütte! That is my boy. Hunt them down and make them pay. Und ja, später kam dann natürlich auch noch Michael Myers, glaube ich, war auch noch einer der ersten. Ich finde ihn aber persönlich nicht so cool wie Jason. Auch wenn die tatsächlich sich sehr, sehr ähnlich kommen. Texas Chainsaw Massacre, der Leatherface ist natürlich auch einer, wo ich sagen muss, ist auch cool, aber ist halt auch kein Jason. Ja, obwohl doch, eigentlich schon. Eigentlich sind die sich sogar relativ ähnlich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und Tommy Jarvis angerufen. Tommy, komm hier raus. Komm jetzt. Der liebe Jason hat ein paar Leckerlis für dich. Ja, ich habe ein paar Leckerlis für dich. Ja, ja. Aufmachen. Hallo. Pfeiffer. Es soll kein Product Placement hier sein. Aber was ich persönlich cool finde, ist, dass tatsächlich dass Freddy Krüger wird ja auch bald wieder überholt. Eins darf jetzt, der rennt jetzt da gerade in die Hütte darüber. Ich lasse den anderen jetzt mal kurz. So, kurz in Frieden. Ich hoffe, es ist jetzt auch kein Fehler, den ich hier mache. Michael Myers finde ich persönlich auch ganz cool. Aber ich ist halt nicht so meiner. Eigentlich so an sich. Ey! Was soll das? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch. Ey, das ist doch skandalös mit denen so langsam. Das ist echt ein Skandal. Ja, deiner toten Freundin nimmst du jetzt was ab, gell? Kleiner Bub, du. Jetzt häng ich dich mal an der Hake, du Pfeife. Oh, Scheibenkleister. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Okay. Aha. Aha, aha, aha. Ah.
Das ist einer. Ach, das ist der. Okay, machen wir einfach mal die Hütte hier auf. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ja, also, was ich sagen muss, ist, Jason ist halt schon. Die Filme sind halt wirklich halt auch nur wirklich was für Leute, die dann halt auch wirklich Jason verehren, so wie ich. Also jetzt, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt hier der komplette Über-Psycho-Killer. Nein, das bin ich nicht. Jason ist so mehr oder weniger. Also ich finde halt Jason einfach. Ich finde ihn einfach cool. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Hat aber nichts damit zu tun. Ist einfach mit diesem Metzelfilm, da fiebert man eher mit den Mördern mit, als mit jetzt mit den Überlebenden. So geht's mir also eigentlich bei dem Film. Und ich war jetzt halt gerade auch dabei zu sagen, warum. Also Jason-Filme sind halt wirklich was für halt richtige Hardcore-Jason-Freunde, die halt auch wirklich Scheibenkleister, halt auch wirklich Jason mögen, die auch was mit Jason sehen wollen. Da muss man halt über die, ich sag jetzt mal ein bisschen diese Mängel, die halt diese älteren Filme halt aufweisen. Früher waren die ja also komplett anders. Ich meine, ich glaube in 10 Jahren oder so, da wo wir uns jetzt in die Hosen geschissen haben, ja, da werden unsere Kinder dann sagen, hä, was ist das eigentlich, ja? Und mach die Tür auf jetzt! Ich bin's, der Steuerberater Jason hier. Ihr Haus wird zwangsvollstreckt. Deshalb sind halt vor allem die Scream und Michael Myers ist auch und ist vor allem Saw sind halt die neueren. Ja, das ist so die neueren Versionen, sage ich jetzt einfach mal von Jason und von Jason und so. Mal einfach mal jetzt die Tür hier. Machen wir mal mit Nägel, mit Köpfe. Versucht mich hier zu veräppeln. Schade, dass die sich nicht mehr so hier verstecken. Ey, das darf ich. Wisst ihr was? Jetzt mache ich es anders. Jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll. Endgültig. Ja. So viel vermisse ich, wenn man einfach drüber klettern kann. Eieiei. Was sind denn die hier? Ey, lass das Gewehr. Leg das Gewehr zurück. Leg sofort die Knarre weg. Ich glaube, es geht los. Komm her, mit dem mache ich jetzt das. Mache ich jetzt den geilen Kill. Komm her. Komm her jetzt. Na gut. Warte mal kurz, ich muss noch kurz was gucken. Ist noch keiner am Auto. Okay. Weil da bekommt man so eine Benachrichtigung, wenn man da drauf guckt. Gucken wir uns jetzt hier mal rum hier. Ey. Das darf nicht wahr sein. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, da drüben ist er jetzt drin. Ah, da läuft der. Da läuft ja einer. Ist es der Dicke? Oder habe ich den längst abgemurkst? Ja, den verliert man schnell mal den Überblick hier so. Hier, ich mach die Tür auf jetzt. So, 1, 2, JC kommt vorbei. Eigentlich ist es ja falsch, aber Wut ist aktiv. Oh, okay. Du wolltest jetzt gerade mit mir anlegen, ne?
Komm her. So. So eine Schweinerei. They deserve to die, Jason. Make them suffer. So, weiter geht's. Wo sind wir hier? Alter? Wie kann ich denn das eigentlich aktivieren? Könnte auch einige eigentlich die letzten sein, oder? Hör mal so gut frei aus. Nein, ist keiner drin. Schade. Oh ne, oder jetzt sind die da drüben, ja. Hallo. Ah ja, da ist er ja. Ah, da bist du ja, Bob. Haben wir aber Bock auf ein Barbecue? Komm raus, Kumpel! Wo ist er? Das gibt's nicht, das ist nicht schon. War der gerade da? Da ist er. Ja, perfekt. Och nee. Der hatte noch die scheiß Schrotflinte. Der kommt ja dann mir vorbei, ich bin zu breit. Ja, seht ihr? Oh, hey! Ich bin breiter wie der Türsteher hier. Komm her. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ey! Der nervt mich. Der nervt mich, Leute. Der nervt mich. Ach, der ist ja gerade rausgesprungen, wunderbar. Hier, diese Runde hier, da. Ach, ja, da. Da ist ja jemand. Ist die jetzt? Ach, da. Bleib stehen jetzt. Bleib doch mal stehen. Komischer NPC, bleib stehen. Nein. Komm her jetzt. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ah. Oh, kann ich die hier dranhängen? Nee, schade. Na ja gut, dann machen wir eben ja hier einmal. Zack. Jetzt halt die Gusche endlich. Ich hab die Faxen dicke. Jetzt zieht einfach mal den Griff durch. Das ist glitschiger Griff.
They deserve to die, Jason. Oi. Make 7 them von suffer. 8. Seit wann habe ich schon 8 eingestellt? Naja. Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home. Wirklich, das fuchst mich ein bisschen, dass dieser Tommy Jarvis überlebt hat. Naja, gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne mal eine kleine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Und ich hoffe, es hat euch viel, viel Spaß bereitet. Ich hoffe, genauso viel wie mir. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Lemmingwanze.